Allmählich kommen wir dem Februar näher, liebe Zuschauende. Es wird langsam heller und das tut gut. Also mir geht es jedenfalls so. In diesem Jahr hat der Februar einen Tag mehr bekommen. Alle Schaltjahre wieder gibt es ja auch den 29. Februar. Wenn wir so wollen, ein Geschenk. Für die, die an diesem Tag geboren sind, ja ganz bestimmt. Alle 4 Jahre mal ein echter Geburtstag. Aber letztlich ist uns allen ein Tag mehr gegeben, den wir zum Guten nutzen können. Dankbar heißt es in einem Gebet aus der Bibel: Meine Zeiten stehen in deinen Händen. Zeit, sie ist ein Geschenk. Mir, das heißt uns, liebe Zuschauende, ist unsere Lebenszeit anvertraut. Und wer wüsste das nicht aus eigenem Erleben, es gibt gute und weniger gute Zeiten. Alles erlebe ich, wenn ich mich im Glauben mit Gott verbunden weiß. Alles erlebe ich mit ihm als Freund an der Seite. Und mit den Menschen, die mir Freund sind, an der Seite. Lebenszeit ist uns anvertraut, damit wir etwas Gutes daraus machen, etwas Gutes damit anfangen. Und anfangen, das können wir immer wieder. Neues in den Blick nehmen, Neues probieren, Neues schaffen. Tag für Tag. Und in diesem Jahr haben wir einen Tag mehr dazu. Ein Geschenk eben.